Langsam wird es ernst. Die Hochzeitsvorbereitungen sind bereits im Gange und was soll ich sagen? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Heute werde ich gemeinsam mit Lenny nach Tortosa reisen. Wir sind auf der Suche nach dem perfekten Kleid, einem wunderschönen Blumenstrauß und einer Hochzeitstorte. Eigentlich könnte ich nicht glücklicher sein. Wäre da nicht, naja, es gibt ein klitzekleines Problem. Ich bin schwanger und mein zukünftiger Ehemann hat nicht die geringste Ahnung. Er möchte keine Kinder. Ich schon. Was soll ich nur tun? Hallo, ich bin Eljenyx und das ist der 30. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Und hier sind wir wieder bei unserer 100 Baby Challenge. Im letzten Part hatten ja unsere Zwillinge Geburtstag, also Jared und Rose sind endlich zu Kindern herangewachsen. Das heißt, wir werden sie in diesem Part umstylen. Außerdem müssen wir das Haus noch ein wenig umgestalten, da sie eben noch Kleinkindermöbel haben. Und dann möchte ich noch ein paar Hochzeitsvorbereitungen treffen. Also vermutlich werden Emma und Lenny gemeinsam nach Tortosa reisen. Aber dann starten wir jetzt am besten gleich mal in den Part hinein. Und hier sind wir wieder. Also die Party ist gerade vorbei und wie wir sehen, es sind auch gerade alle dabei, wieder zu verschwinden. Hier ist jetzt eben unser kleiner Jared und unsere Rose. Also Jared hat jetzt ja das Motorikbestreben und außerdem ist er ein Perfektionist. Übrigens hat er auch lieb die Natur und unberechenbar vererbt bekommen. Also wenn ich mich richtig erinnere, stammt das beides von Raoul. Genau, also Emma hat diese Merkmale nicht, die hat er beide von Raoul vererbt bekommen. Und unsere Rose ist eben ein Genie und sie ist auch unberechenbar und familienbewusst und gesellig. Okay, also man kann sagen, Rose ist eine gute Mischung aus beiden und Jared kommt ganz nach seinem Vater. Emma wird gerade angerufen. Wieso hat dieser Mann keinen Namen? Wer ist das? Hey Emma, ich finde Eva Winter echt süß. Soll ich sie um ein Date bitten? Ja, mach was du willst. Aber wer bist du und warum hast du keinen Namen? Hier ist der mysteriöse Mann. Er hat keinen Namen, wir wissen nichts über ihn. Sie findet ihn sehr attraktiv und er hat einen Highschool-Abschluss. Und sie sind gute Freunde? Wer ist das? Weiß irgendjemand von euch, wer das ist? Wieso kennen die sich so gut? Ich bin gerade so lost, ich habe keine Ahnung. Aber gut, ich habe es euch ja schon gesagt, in diesem Part werden wir die Zwillinge umstylen und genau das werden wir jetzt machen. Deshalb gehen wir jetzt in den Create a Sim und starten mit unserem Jared.
Und hier bin ich wieder. Beginnen wir mit unserem Jared. Also, wie gesagt, seine Farben sind eben orange und braun. Und da er das Motorikbestreben hat, wollte ich ihm irgendwie so ein bisschen einen sportlicheren Stil geben. Aber um ehrlich zu sein, habe ich noch absolut keine Ahnung, in welche Richtung er geht. Ich kenne ja Raoul in diesem Spielstand auch nicht so wirklich, deshalb ja. Falls ihr Storyvorschläge für Jared habt, schreibt sie mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Aber besonders das kalte Wetteroutfit liebe ich. Also ich liebe die Mütze, die er hier aufhat. Und ansonsten, wie gesagt, es ist jetzt nicht so besonders geworden bei ihm, weil ich eben noch keine Ahnung habe, in welche Richtung er gehen wird. Aber ich glaube, das wird sich dann im Laufe der nächsten Parts schon herauskristallisieren. Und dann haben wir natürlich noch unsere Rose. Ich habe ja schon erwähnt, dass Daisy ihr Vorbild ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, gerade im Kindesalter versucht Rose eben noch total ihre großen Schwester nachzueifern und so zu sein wie sie. Aber in Wirklichkeit, wie wir hier an diesem Outfit schon sehen, ist Rose um einiges nerdiger. Und ich glaube, das wird sie dann auch appreciaten, spätestens wenn sie ein Teenager wird. Aber momentan kann sie sich damit eben noch nicht so ganz anfreunden. Deshalb ist zum Beispiel ihre Abendkleidung viel zu over the top. Und hier haben wir auch dieses Gelb von Daisy drinnen, wo ich mir einfach vorstelle, sie möchte einfach ihre große Schwester beeindrucken. Und deshalb ist das ihre Abendkleidung. Dann die Sportkleidung ist relativ unspektakulär, aber ich habe mich dazu entschieden, eben immer dieses Gelb von Daisy so ein wenig mit einzubauen, dass man eben sieht, dass sie ihr so nacheifert. Dann haben wir hier noch die Partykleidung, die Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter-Outfit. Bei ihr hätte ich eben gedacht, dass wir so in die nerdige Richtung gehen. Also ich bin davon überzeugt, dass sie früher oder später beim Schachclub dabei sein wird. Und irgendwie wäre es auch cool, wenn sie dann so in Richtung Zocken geht. Also dass sie halt gern Computerspiele spielt und zu dieser Videospiel-Convention oder wie das schnell heißt, in San Myshuno hingeht. Ja, das waren jetzt meine Ideen für Rose. Wie gesagt, für Jared brauche ich noch jede Menge Ideen von euch. Aber wenn ihr natürlich auch Ideen für Rose habt, schreibt mir diese sehr, sehr gern in die Kommentare. Und natürlich bin ich schon sehr gespannt, was ihr von den beiden haltet. Und hier sind wir wieder. Wir haben eben Sonntag um 20 Uhr. Rose kann jetzt gleich mal ihre Hausaufgaben machen. Und zwar wird sie... Ja, was wird sie denn machen? Matheaufgaben lösen. Jared kann gleich mal das Aktivitätsdiagramm ausfüllen. Davon geht nämlich seine Motorikfähigkeit in die Höhe. Emma kann wieder aufstehen. Du wirst nämlich noch ein paar Sachen einmachen. Sie wird Mayonnaise machen. Dann englische Creme, was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Und dann machen wir noch eingemachte Pilze, und zwar die würzigen. Ich glaube nämlich, die sind mehr wert. Morgen, wenn die Kinder in der Schule sind, möchte ich nämlich mit Emma und Lenny nach Tartosa reisen und eben ein paar Hochzeitsvorbereitungen treffen. Daisy, wie geht es dir? Dir geht es gut. Du hast die Hausaufgaben grundsätzlich noch gemacht, kannst aber noch Zusatzhausaufgaben machen. Und dann kannst du ins Bett gehen. Violet ist auch schon wieder am Schlafen. Steh wieder auf. Du wirst jetzt einmal duschen. Und dann sehr angespannt ausnüchtern. What? Vom Betrinken. Violet scheint sich zu beruhigen. Wann hat Violet getrunken? Hä? Geschmeidiges Getränk. Hat sich Violet, während die anderen Party gemacht haben, wirklich hier am Bierfass betrunken? Ist das wirklich passiert? Und wie haben wir das nicht mitbekommen? Wow, also Violet verhält sich wirklich genau so, wie ich möchte, dass sie sich verhält. Sehr gut. Und dann kannst du schlafen gehen. Du kannst nämlich jetzt mal ausnüchtern. Und Ivy, was machst du? Ivy ist auch schon am Schlafen. Du könntest eigentlich auch deine Hausaufgaben machen. Violet macht eine Phase durch. Sie ist rebellisch und nur darauf aus, die elterliche Autorität in Frage zu stellen. Ist das etwas Neues? Passiert das nicht eh schon seit 100 Parts etwa? Nein! Nein, 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 nein. Der Fuchs ist da. Ivy, Rückzug. Du stehst jetzt auf. Okay, er klaut nur ein Ei. Das ist uns egal. Du befiehlst ihm jetzt, das Ei fallen zu lassen. Und dann kannst du dich eigentlich mit ihm anfreunden. Ich glaube nämlich genau, mit einem Fuchs, Hasen oder Vogel 5-mal Kontakte knüpfen ist nämlich Teil ihres Bestrebens. Und dann können wir das gleich mal machen. Teil der Challenge ist es ja, dass jedes Kind, bevor es auszieht, eben etwas erreichen muss sozusagen. Und bei Violet haben wir uns ja, glaube ich, schon drauf geeinigt, dass sie eben das Landschaftspflegerin-Bestreben abschließen muss. Okay, wir müssen noch eine Kuh, ein Huhn oder ein Lama kaufen. Haben wir eigentlich zwar schon gekauft, aber es hat leider nicht Ivy gekauft, deshalb zählt es nicht. Und dann müssen wir eben mit einem Fuchs, Hasen oder Vogel Kontakte knüpfen.
knüpfen. Und ich glaube, wir werden beides jetzt am besten gleich mal erledigen, weil dann haben wir das auch hinter uns. Okay, Ivy hat soeben Bekanntschaft mit Kamala gemacht. Dann kannst du jetzt einmal über die Nützlichkeit von Hasen diskutieren. Und dann wirst du ihr etwas vorsingen. Vielleicht mag sie das ja. Keine Ahnung. Und das Ei geben wir in ihr Inventar. Okay. Okay, sie scheinen sich nicht so gut zu verstehen, aber das ist uns ziemlich egal. Wir müssen eben nur 5-mal Kontakte knüpfen. Wir werden einmal mit ihr reden und dann werden wir ihr nochmal vorsingen. Oh, sie singt aber mit uns mit. Wie süß ist das? Oh, das scheint ihr zu gefallen. Sehr, sehr gut. Ivy hat jetzt Level 1 der Singfähigkeit erreicht. Sie hat eigentlich sehr, sehr schön gesungen. Gut, zweimal müssen wir noch Kontakte knüpfen. Wir werden nochmal mit ihr sprechen. Und dann werden wir ihr noch ein Lied vorsingen. Okay, leider ist Kamala jetzt gegangen, aber hier haben wir noch Ignaz. Dann rede doch mal mit Ignaz. Was können wir machen? Über Tricks reden. Dann verstößt sie zwar gegen die Ausgangssperre. Nein, Ignaz ist auch weg. Okay, never mind. Aber wir könnten jetzt gleich noch eine Henne kaufen. Warum eigentlich nicht? Hühner kaufen. Und zwar kaufen wir einfach eine braune Henne. Warum auch nicht? Dann haben wir jetzt noch eine braune Henne und das erfüllt. Falls ihr Namensvorschläge für unsere Henne habt, schreibt sie mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Zur Erinnerung, wir nutzen hier ganz altertümliche deutsche Namen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir eine Lieselotte. Und sonst habe ich alle Namen vergessen. Dann kann Ivy eigentlich schlafen gehen. Oh, mir fällt gerade auf, die Kleinen haben noch gar kein Bett. Okay, das muss ich natürlich ganz schnell ändern. Dann werden wir die Kleinkindbetten ins Inventar geben. Und sie bekommen natürlich richtige Betten. Wir wollen ja, dass die Kinder schlafen können, logischerweise. Nein, ich habe eine bessere Idee. Und zwar, sie bekommen die Betten von ihren Schwestern. Und ihre Schwestern bekommen ein neues Bett. Also ich könnte mir vorstellen, natürlich brauchen Daisy und Violet ein neues Bett. Und Ivy ist zufrieden und sagt so, nein, Mom ist echt kein Problem. Ich kann auch noch in dem jetzigen Bett schlafen. Ist wirklich gar kein Stress. Und deshalb bekommen nur die beiden ein neues Bett. Ich hoffe, sie können das nutzen. Ich mache das sonst noch eines größer hier. Ja. Okay, dann kann sie das auf jeden Fall nutzen. Und das passt dann auch sehr gut, dass Rose eben das Bett von Daisy bekommt. Ist hier zwar nicht wirklich rot dabei, aber egal. Daisy ist ja ihr Vorbild. Und die Farbe von Jareds Bett können wir ja vielleicht noch ändern. Perfekt, das machen wir dann einfach in diesem Braunton. Und dann brauchen die beiden oben natürlich noch ein neues Bett. Das finde ich auch sehr schön. Aber vielleicht noch ein bisschen ein prinzessinnenhafteres. Das ist mir ein bisschen zu langweilig. Oh, wow. Mit den Totenköpfen. Das würde irgendwie zu Violet passen. Das passt zu Violet. Oh mein Gott, das wird Violets Bett. Es passt einfach perfekt. Gut. Das wird Violets Bett. Und dann brauchen wir aber natürlich noch eines für Daisy. Vielleicht dieses hier? Oder sollen wir ihr gleich ein Doppelbett geben? Ich glaube, ich gebe ihr das hier. Das ist zwar ein bisschen langweilig, aber irgendwie hat es einen sehr eleganten Stil. Und ich könnte mir vorstellen, dass Daisy genau das in einem Bett gerne hätte. Oder das. Ich gebe ihr das. Irgendwie sieht das sehr prinzessinnenhaft aus. Perfekt. Dann lassen wir das so. Dann haben die beiden jetzt ein neues Bett. Ivy hat das Bett, das sie schon immer hatte. Und die Kleinen können auch wo schlafen. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir es natürlich noch zuweisen. Also, das ist das Bett für Rose. Das ist das Bett für Jared. Das ist das neue Bett von Daisy. Das ist das neue Bett von Ivy. Es war schon immer Ivys Bett. Was mache ich eigentlich? Und das ist das Bett von Violet. Wir haben jetzt Montag 6 Uhr früh. Daisy ist gerade dabei, ihre Akne abzudecken. Was macht man sonst als Teenager? Und es hat nicht funktioniert. Schlechte Tarnung. Ja, Daisy, das tut mir sehr, sehr leid. Und jetzt hat sie auch noch Angst vor unerfüllten Träumen. Weißt du was, Daisy? Ruf mal deinen Boy an. Du rufst jetzt mal Sydney an. Die beiden sind noch immer nicht zusammen, oder? Die beiden haben sich noch nicht mal geküsst.
Ja, also mit den beiden, das müssen wir auf jeden Fall vorantreiben. Was? Ich schlafe. Ruf später nochmal an. Okay. Aus irgendeinem Grund sind Jared und Rose übrigens auch die ganze Nacht aufgewacht, weil sie Albträume hatten. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es hat mich wirklich sehr, sehr genervt, weil es war alle Stunden so. Dann war noch ein Monster unterm Bett. Ja, fragt mich nicht warum, aber sie sind als Kinder anstrengender als Kleinkinder. Und dann kann er jetzt gleich mal Kuchen frühstücken. Und seine Schwester wird auch Kuchen frühstücken. Emma geht es soweit gut, aber sie fühlt sich unwohl wegen der Schwangerschaft. Also sie hat Morgenübelkeit, Heißhunger auf reichhaltiges Essen und sie ist eben in 10 Stunden im zweiten Trimester. Also ich habe keine Ahnung, wann das Baby dann auf die Welt kommt. Wer hat denn da schon Geburtstag? Da werden die Drillinge schon zu Erwachsenen? In einer Woche? Das ist schon schnell. Bis dahin werde ich das alles nicht schaffen. Vielleicht muss ich die Alterung doch auf lang stellen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und Violet bittet sie jetzt um Rat. Das ist sehr, sehr untypisch. Einsam und verlassen. Keiner mag mich. Keiner wird mich jemals mögen. Warum sollte ich mich also noch bemühen? Oh. Emma sagt natürlich, alle mögen dich. Sieh dich doch mal um. Was müssen wir hier übrigens? Dein Kleinkind oder deinen Teenager 5-mal maßregeln? Können wir Violet irgendwie maßregeln? Die hat doch sicher schon wieder irgendeinen Blödsinn gemacht, oder? Können wir leider nicht. Violet, mach doch mal irgendeinen Blödsinn. Wie kann sie Blödsinn machen? Okay. Kann sie leider nicht. Jared, kannst du? Ja, perfekt. Jared wird hier jetzt mal Chaos veranstalten. Immerhin hat er hier ja auch das Bestreben kleiner Frechdachs. Also ich glaube, das passt zu ihm. Und dann kann Emma ihn dafür mal ausschimpfen, weil immerhin müssen wir, um die Challenge zu bestehen, auch hier ihr Bestreben abschließen. Und das kann auch eine ganze Weile dauern, weil ich das irgendwie immer vernachlässige. Okay, aktuelles Verhalten maßregeln, entschieden, anordnen, kein Chaos anzurichten. Gut, Emma macht das und du hörst jetzt auf damit. Und dann werden wir schon bald nach Tartosa reisen. Zuerst möchte ich das noch machen. Dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Armer Jared, tut mir sehr leid. Und zwar werden wir ihn jetzt bestrafen. Wir werden ihm eine Auszeit geben, was auch immer das heißt. Und in einer Stunde müssen schon alle in der Schule sein. Was bedeutet das jetzt mit der Auszeit? Keine Ahnung. Oh, einem Kind 4 Stunden bei den Hausaufgaben helfen. Okay, das müssen wir dann wohl auch irgendwann machen. Aber nicht jetzt. Wir werden jetzt nämlich gemeinsam mit unserem Lenny nach Tartosa reisen. Und hier haben wir Tartosa. Oh mein Gott, die Stadt sieht einfach so unglaublich schön aus. Und wir reisen jetzt einfach mal hier hin und werden uns dann hier ein wenig umsehen. Ich habe auch keine Ahnung, was man hier alles machen kann. Also ich weiß, man kann eine Hochzeitstorte kaufen. Ich glaube, die wird Emma aber eher selbst machen. Und dann noch die Hochzeitsoutfits planen und einen Blumenstrauß. Ja, ich freue mich wirklich schon sehr. Und dann müssen wir auch noch die Location aussuchen. Vielleicht machen wir das auch noch in diesem Part. Ich glaube nämlich, ich hätte gerne, dass die Hochzeit in Mount Comeragy stattfindet. Gut, dann wirst du ihm jetzt einmal die Hände küssen. Und dann werden wir ihm die ewige Liebe erklären. Ich kann mir übrigens kaum vorstellen, dass er noch immer nicht sieht, dass sie schwanger ist. Aber irgendwie haben die beiden noch nicht drüber geredet. Deshalb weiß er es offiziell noch immer nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen naiv ist. Die Stadt hier ist aber auch wunderschön. Also hier der Strand, dann die ganzen Mietobjekte. Und hier ist dann eben diese Einkaufsmeile oder was das sein soll. Aber ein bisschen müssen wir noch warten. Das macht nämlich alles erst um 9 Uhr auf. Die Kinder sind jetzt auch zur Schule gegangen und die beiden können ja schon mal zusammen hier hingehen. Emma wünscht sich auch, kokett zu werden, weil sie romantisch ist. Oh, sie ist so süß. Wieso geht ihr da nicht hin? Okay, sie kommen schon. Perfekt, das macht jetzt gleich auf. Hier gibt es die Blumensträuße. Schauen wir uns das dann am besten gleich mal als erstes an. Hochzeitsstrauß kaufen, Blumen kaufen. Okay, nein, zuerst werden wir handeln und dann werden wir einen Hochzeitsstrauß kaufen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, in welchem Stil die Hochzeit stattfinden wird. Vielleicht eher ein bisschen ländlicher und nicht so schick. Ich glaube, das würde sonst nicht zu den beiden passen. Oh, und wir bekommen Rabatt. Sehr, sehr gut.
Farbenfrohe Gänseblümchen, hellblaue Rosen, hellrosa Rosen. Oh, es gibt so schöne Sachen. Ich glaube, wir nehmen einen von den klassischen. Und vielleicht nehmen wir einfach pastellfarbene Gartenblumen. Ich glaube, das passt am besten zu Ihnen. Ja, wir nehmen pastellfarbene Gartenblumen. Wie sieht das denn aus? Hochzeitsstrauß werfen starten. Nein, Strauß festhalten. Ich möchte sehen, wie sie mit dem Hochzeitsstrauß geht. Nehmen den Hochzeitsstrauß. Geh hierher, Emma. Oh, wie süß. Super süß. Gut. Das hätten wir mal abgeschlossen. Was gibt es hier noch? Hier können wir Essen bestellen. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Könnten wir dann zum Abschluss machen. Hier gibt es die Hochzeitstorten. Ich schaue mal, welche es hier gibt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Emma das dann am besten selbst macht. Wir haben jetzt ja auch die Bienen. Vielleicht können wir ja einen Honigkuchen für die Hochzeit machen. Irgendwie wäre das süß. Oder gibt es aber schon tolle Sachen? Herzförmige Hochzeitstorte. Oh. Hochzeitstorten Display Cupcake. Kissenförmige Hochzeitstorten. Wow. Es gibt hier wirklich alles. Aber das ist mir ohnehin viel zu teuer. Nein, ich bleibe bei dem ursprünglichen Plan. Emma wird das selbst machen. Und hier können wir dann noch die Outfits planen. Wir werden dann gleich mal die schicken Outfits planen für sie. Ich meine, wir könnten das auch im Create a Sim. Aber wenn wir schon hier sind, können wir hier dann auch gleich das Hochzeitsoutfit für sie planen. Und hier sind wir. Das ist ja das Grundlegende, aber das möchte ich natürlich nicht. Wir werden ein neues Outfit hinzufügen. Ich habe grundsätzlich eigentlich jede Menge Hochzeitskleider, aber ich weiß nicht, welches ihr stehen könnte. Also die sind mal vom Pack direkt. Die sind eigentlich auch schon ganz süß. Irgendwie finde ich das voll cool. Es ist so ein kleidmäßiger Hosenanzug. Den finde ich sehr, sehr cool. Das ist schön. Oh, wow. Genau, Emma. Darin wirst du heiraten. Hier gibt es so viele schöne Kleider. Da sieht sie aus wie eine Prinzessin. Ich meine, man sieht halt sehr stark, dass sie schwanger ist, logischerweise. Das kann man nicht mehr verbergen. Ja, ihre Schwangerschaft sieht man wirklich überall. Ich hätte echt gern ein Kleid, was ist ein bisschen kaschiert. Aber irgendwie gibt es das nicht. Auch nicht so schlimm. Ja, nehmen wir das. Das gefällt mir am besten. Und dann vielleicht auch noch ihr Make-up und ihre Haare ein wenig ändern. Gibt es hier irgend sowas wie eine Hochsteckfrisur? Naja, elegant sieht das nicht wirklich aus. Irgendwie finde ich keine der Frisuren besonders schön. Aber ich habe mich jetzt mal für diese entschieden. Die ist von Jollibean. Und vielleicht habe ich hier ja auch den passenden Kranz. Oh, perfekt. Ja, das finde ich unglaublich süß. Sieht voll königlich aus irgendwie. Und dann gebe ich ihr jetzt noch ein schnelles Make-up. Für die Hochzeit trägt sie mal Eyeliner. Dann vielleicht so einen Lidschatten. Nur nicht in so extremen Farben, so braun. Ja, das sieht toll aus. Dann bekommt sie noch einen Lippenstift. Ich habe vergessen, wie wunderschön Emma ist. Also irgendwie, man sieht sie nie so vom Nahen. Deshalb habe ich total vergessen, was für ein wunderschönes Gesicht sie eigentlich hat. So, das finde ich gut. Dann geben wir ihr noch Schmuck. Und zwar Piercings bekommt sie tatsächlich keine. Aber Ohrringe würde ich ihr sehr gerne geben. Ich gebe ihr die. Perfekt. Und das ist unsere Emma. Und so wird sie bei ihrem Hochzeitstag aussehen. Ich bin schon wirklich sehr gespannt auf die Hochzeit und natürlich auf das ganze Drama, das stattfinden wird. Ich denke mal, ihr seid auch sehr gespannt. Wobei, wie gesagt, ich denke, ihr könnt euch schon vorstellen, was ich vorhabe. Und ich glaube, die Hochzeit wird dann eben im nächsten oder übernächsten Part stattfinden. Und somit sind die Hochzeitsvorbereitungen dann auch abgeschlossen und ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie immer freue ich mich über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!